So, die Bora-Aufwertung läuft noch. Wie sieht's hier eigentlich aus? Das Eis. Weil voll. Okay. Das heißt, wir könnten im Endeffekt... Warte mal, haben wir da nichts? Haben wir da kein Plus? Null, ne? Was ist hier drinnen? Okay, 2. Das heißt, ich würde da fast noch einen brauchen, ne? Kriegen wir eventuell da noch was? Es gehört sowieso eigentlich umgebaut hier noch, ne? Aber ich stelle hier jetzt noch einen dazu. Warte, wo ist er? Hier. Und Kraut. So, dann macht was. Sehr gut. Hier läuft. Wein. Boah, die sind aber schnell unterwegs. Wie sieht's aus? Wein. Okay, das passt auch. Sehr gut. So, Bora-Aufwertung ist abgeschlossen. Jetzt schauen wir gleich noch, ob wir irgendwas anderes noch aufwerten können. Was brauchen wir hier für eine Schaufel? Okay. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Turbine-Aufwertung. Stück eines Bauplans. Okay, wir nehmen die Turbinen. So, und dann schauen wir mal ganz schnell runter. Ja. Schlüpfen lassen. Wo ist denn mein Boot? Er ist eh da. Schauen wir da mal schnell noch rüber. So, warte. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann müssen wir mal schauen, was wir alles noch aufwerten können. So. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Schauen wir mal. So, die Karotten. Jetzt muss ich schauen, ob ich das entfernen kann. Karotten können wir alle rausnehmen. Können wir euch wieder füttern. Okay, was machen aber die Kaninchen? Ist ausgewachsen. Es tut nichts. Deine Insel wirkt nur lebendiger. Aha, okay, gut, ja. Also ich habe keine Seile noch. Ja, Seile haben wir keins. Holz hätten wir. Schade. So, dann kommt das rein, das und das. So, das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das. Nee. Andere Seite. So. Gut. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir unten da noch ein bisschen was zusammenkriegen. Damit wir oben noch besser ausbauen können. Oh, da möchte irgendwer zu uns kommen, hoffentlich. Du hast einen Siedler. Übersetzen. Also ich habe... Wo mache ich ein Sushi? Warte.
Wenn ich sag hier jetzt Sushi. Ich hab halt noch. Wo krieg ich ein Lachs? Nee, nicht reingeben. Muss ich schauen, wo ich Lachs herkrieg. So, warte, Info. Farmen, Ausrüstung, Enzyklopädie ist das, ne? Ei. Fisch habe ich schon gesehen, aber wo ist denn der Lachs? Krabben? Okay, Lachs. Fange den großen roten Fisch mit einer Angelrute. Wie krieg ich... Okay, krieg ich irgendwo... Wo? So einen großen Fisch? Da kommt einer. Ich weiß nicht, ob ich den krieg. Es ist untergetaucht. Kommt er nicht mehr hoch. Zu groß zum Fangen. Achso, das hat der Dings drinnen. Warte. Nee. Der Fischer. Da bin ich falsch. Muss ich da rein? Wo ist denn mein Fischer? Da. Gib mir die mal raus. Dann habe ich die jetzt im Inventar, ne? Ja. Okay, dann muss ich schauen, dass ich irgendwie zu dem Fisch komme. Ich würde gern so einen Pinguin endlich zu Hause haben. Da hinten kommt schon einer. Da! Fangen ist fehlgeschlagen. Was? Nein! Warum? Warum ist Fangen fehlgeschlagen? Weil ich im Boot bin, oder was? Oder kann ich das bei mir auch irgendwie anlegen? Ich kann das nicht anlegen bei mir. Wie? Okay, sage, es soll später wieder kommen. Da muss ich schauen, wie das funktioniert. So, wie sieht's aus hier unten? Ich habe was Neues freigeschalten. Ah ja, das war ja das. Seil. Mache ich da überhaupt schon irgendwas? Ja, aber ist da eingelagert auch schon was? Nee, ne? Eines ist fertig, weil uns der getrocknete Seetang fehlt. Ich bräuchte hier fast ein zweites. Wie mache ich das? Habe ich das? Die Hammer und... Sehr schön. Seetang. Seetang. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Bräuchte ich hier noch Sporen, oder? Wie viele Sporen haben wir? Nicht so viele. Achso, nicht genug Samen. Da müsste ich Samen holen gehen. So. Die nehme ich raus.
Die nehme ich raus. Okay. So, was steht aber jetzt bei der Angelroute? Der Besitzer dieser Route erhöht die Angelreichweite und ermöglicht es dir, Fische und Treibgut aus größerer Entfernung zu fangen. Chance von 20%, große Fische zu fangen. Kann alternativ auch bei Siedlern. Okay. Von 20%. Da müssen wir auf der Hut bleiben. So, was bist du? Wissenschaftler, gut, da braucht man eigentlich nichts. Da war einer. Ah, der schwimmt weg. Jetzt ist schon wieder einer da. Ich habe kein Sushi. Ich würde dich gern reinholen. Habe ich nicht. So. Essen passt. Wasser, glaube ich, passt auch. Sehr gut. Geht hier jetzt schon was voran? Okay, Aufwertwerkzeug. Kann nicht aufgewertet werden. Was? Okay, nun gut. Maximum. Da will ich Kupfer brauchen, ne? Also Bronze, nicht Kupfer, Bronze. Ich habe einen. Ja. Jetzt ist die Frage. Wo bringen die denn getrockneten Seedrang hin? Jetzt ist die Frage, kann der Schwimmer, also der Taucher, auch große Fische fangen? Warte mal, Seetang ist hier. Naja, 6 Stück. Jetzt ist schon wieder der Pinguin da, ja? Du musst kurz warten. Ich muss schauen, ob ich Sushi schon kriege. Ja. Ah, dann kriegst du jetzt Sushi. So. Übersetzen, gib ihm Sushi. Der Pinguin verschluckt das Sushi und beschließt, sich ohne deine Erlaubnis an Bord einzuladen. Zum Glück hat er versprochen, keine Siedler zu fressen und dein Essen nicht anzurühren. Wie nett von ihm. Nein, da war ein Fisch. Das heißt, er kann sich hier jetzt eigentlich ansiedeln. Pinguin? Pinguin. Lachs, was wir da brauchen? Sushi. Mach mal so. Beeren, okay, und 15 Kraut. Ja, wer kommt an? Dr. Squid. Okay, aber die großen... Die großen Fische. Wie komme ich denn sonst zu denen?
Warte mal, Pressluft. Nee, ein Haken. Warte mal, ich gebe ihm das eine Mal. Einen goldenen Fisch kannst du haben. Wie viel brauche ich für den Haken? 45. Freundschaft. Wenn du diesem Händler hilfst, indem du ihm einen Mehrwert zukommen lässt, steigt das eure Freundschaft. Tipp. Bestimmte Händler sind bereit, dir bessere Waren zu verkaufen, wenn eure Beziehung gut ist. Ja, dann kriegt er noch irgendwas. Roboter gebe ich ihm nicht. Nasser Seetang. Ja, Heu. Ja, Ziegelsteine kannst du ein paar haben. Mineralien gebe ich dir auch 5. Heu kriegst du auch 5. Kürbis. Beeren. Teriyaki kriegst du auch 5. Handeln. Ja. So, ist jetzt eine gute Frage. Gute Frage. Warte, wir schauen jetzt noch hier rein. Was? Das ist aufgewertet. Den Bauplan. Den kriege ich irgendwo. Alles klar. Dann größere Reichweite können wir auf jeden Fall aktivieren. Und da brauche ich auch noch ein paar. Aber die großen Fische. Warte. Hier. Die kann ich nur... Chance von 10%, ihn durch den Fang von blauen Fischen im Meer zu bekommen. Ein seltener Fisch, der golden schwimmt. Außerdem ist er äußerst lecker und sättigend. Er kann gegen seltene Ware getauscht oder gegessen werden, um dir den Bauch vollzuschlagen. So, wo ist jetzt? Da. Sushi. Achso, nein, einen Lachs suche ich. Warte, einen Lachs. Einen Lachs. Wo ist der Lachs? Da ist der Lachs. Fange den großen roten Fisch mit einer Angelrute oder lass ihn von einem Pinguin in deinem Iglu für dich fangen. Okay, warte, da ist einer. Kommt der nochmal hoch? Eier. Hups. Da muss ich schauen. Was ist jetzt los? Alles klar, alles klar, alles klar. Nee, jetzt schmiert mir das Spiel ab, oder was? Nee. Okay, warte, 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 warte. Wir bauen da jetzt um auf Sushi. Was braucht man beim Sushi? Dann können wir hier um Thun und Lachs. Sehr gut. Also die Eier wollte ich holen. Na, wieso ist das jetzt zum Ruckeln? Was ist denn los? 15 Eier. Klar, kannst du haben. Kein Problem. Aber der weiße Sand. Warte. Ah, der wird wahrscheinlich gebraucht. So, wo brennt's? Da ganz hinten, oder was? Oh!
Das heißt, weißen Sand kann ich im Grunde genommen nochmal hinklatschen oder versuchen auszubauen. Okay, warte, das schauen wir gleich. Weil weißen Sand, wo braucht man weißen Sand? Was zu weit entfernt. Ja. Weißen Sand, glaube ich, braucht man hier. Gut. Das kann man nicht ausbauen. Ja, dann bauen wir noch einen Sinn, würde ich sagen, oder? So, machen wir auch hier weißen Sand. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch Sushi dazugeben. Sushi. Und dann brauche ich schon wieder eine. Ey, das gibt's jetzt gerade nicht. 20 Stahl. Hammer. Aufgewertet. Was kostet das nächste? 10 Bronze. Okay. Tut sich da jetzt irgendwas schon? Okay, der bringt schon. Da haben wir noch nichts drin. Dann brauche ich aber irgendwo noch eine Truhe für einen Lachs. Warte, dann... Ah, weißt du was? Die hauen wir hier hin. So. Dann kommt hier der Lachs rein. So. Das müssten wir drehen. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Keine Ahnung, warum das so ruckelt gerade. Alter, das ist ja nicht normal. Braucht man was? Ja, dann snacken wir. Setzen wir uns ran, snacken was. Dauert ein bisschen. Was? Bist du fertig? Zu weit weg. So, einmal noch. Dann holen wir uns vor noch was zum Trinken. Warte mal, den kann ich da reingeben. Haben eh nur einen drinnen, aber das passt eh. So. Nein! Ist zu weit weg! Ey, ich versteh's nicht. Ein Farmer! Was hätte... Ich habe keine Ahnung, ob ich da schon wieder so viel beisammen habe. Ja. So. Oh, wir haben 3 Seil. Okay, was haben wir hier? Plankton zu produzieren. Mhm. Und Sporen wären Zooplankton. Aber was mache ich mit Plankton? Algen, von denen sich Sporenbilder ernähren kann. Benutzt Plankton, um Sporen zu produzieren. Okay,
Warte, dann brauchen wir da im Endeffekt noch eine. Dann kommt hier jetzt rein der Plankton. Wo ist der Plankton? Da. Mach mal wieder. Den kann ich von hier nicht fangen. Boah, das ist frech. Nee. Plankton. Und... ja. Dann holen wir uns jetzt den Siedler wieder dazu. Ja. So, er ist... arbeitet 20% schneller auf den Heufeldern. Okay. Dann kommt er jetzt da rein. So, er wird... wo ist er denn jetzt? Hier. Aufheben. Zuordnen. Und dann müssen wir bei ihm... alles deaktivieren. Bis auf das. So. Gut. Okay. Dann brauche ich jetzt... ah, warte, beim Sushi. Ach so. Ja, passt eh. Verbraucht darf es nicht werden. Aber warum bringen die das nicht nach vorne? Der Wissenschaftler kommt an, heißt, wir müssen dann zu ihm. Wir brauchen so eine... ich dreh durch, ne? Okay, ich glaube, ich werde dann mal das Spiel neu starten. Nee, ich... nee, will ich ja nicht. Es hat immer funktioniert jetzt. So, das würde ich brauchen. Das heißt, was können wir ihm geben? Ja, die 10 Eier kann er haben. Ja, geben wir ihm alle 5 und dann handeln wir. Ja. Gern geschehen. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge die nächste Forschung an. Ich starte das Spiel jetzt mal neu. Keine Ahnung, was da los ist. Ich sage Dankeschön und bis morgen.